Willkommen zu einer weiteren Lektion im Rahmen der Christologie. Wir hatten im letzten Video angesehen, was ist bei Jesus vor der Kreuzigung eigentlich geschehen. Das ist das, was man äußerlich sieht, das ist vor allem das, was die Evangelien uns berichten. Es war das, dann kam das, dann kam das. Nur geistlich gesehen ist parallel dazu eben auch etwas gelaufen, das sieht man aber äußerlich nicht und das wird in den Evangelien auch nicht verkündigt. Was ist geistlich eigentlich abgelaufen? Wir haben da diese zentrale Stelle aus 2. Korinther 5, Vers 21. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, damals, als Christus ans Kreuz genagelt wurde, ist er eben nicht einfach als Mensch dort gehangen, sondern hat gleichzeitig die Sünde aufgeladen vom Vater, bekam das aufgeladen und ist mit dieser Sünde gestorben. Und damit hat er die Sünden aufgenommen, wurde damit zur Sünde. Nicht zum Sünder, selber hat er nie gesündigt, aber er wurde zur Sünde für uns. Kolosser 2,14 nimmt das auch auf. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn ans Kreuz genagelt. Also, als die Nägel durch die Hände durchgingen, da wurde auch dieser Schuldbrief mit ans Kreuz genagelt, damit die Menschen dann letztlich eben Sündenvergebung haben können. Das hat man äußerlich nicht gesehen, dass das geistlich so abgelaufen ist. Dabei ist ganz wichtig, das konnte nur geschehen, weil Jesus selber schuldlos gewesen ist. In Johannes 8, Vers 46 wird berichtet, wer kann mich einer Sünde ziehen? Das heißt, Jesus war das absolut bewusst, ich bin sündlos, und das konnte er als Argument dann eben auch bringen. Das ist aber auch ein Punkt, der ganz häufig in der Bibel vorkommt, zum Beispiel 1. Petrus 1, 19. Sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Ja, Jesus als Lamm Gottes war eben unbefleckt, war eben sündlos, und das ist etwas, was immer wieder sichtbar wird in der Bibel. Jesus war tatsächlich sündlos. Oder auch Kapitel 2, Vers 22, er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand. Das zieht sich durch und das unterstreicht die Bibel. Jesus hätte nicht die Sünde der Menschheit aufnehmen können, wenn er selber sündig gewesen wäre. Das ist nicht möglich. 1. Johannes 3, Vers 5, ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme, und in ihm ist keine Sünde. Ja, auch da kommt das wieder zum Ausdruck. Also, er hat keine Sünde getan. Hebräer 4, Vers 15, es lohnt sich, diese Verse zu lesen. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Also das ist der Unterschied. Jesus selber hat nicht gesündigt. Ebenso dann 7,26, einen solchen hohen Priester mussten wir auch haben, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern geschieden und höher ist als der Himmel. Also das macht die Bibel sehr deutlich, Jesus war selber sündlos, jetzt nahm er die Schuld auf sich, wurde für uns zur Sünde. Er ist eben das Lamm, das für uns geschlachtet wurde, wie Johannes 1,29 das auch sagt. Oder der Mensch müsste ja eigentlich das Gesetz erfüllen. Mose hat es gegeben, jedes Gebot ist ein Ausdruck vom Wesen Gottes, so wie die Gebote sind, so ist auch Gott. Da Gott aber vollkommen ist, sind, ja, Psalm 19,8 sagt das auch, ist auch das Gesetz vollkommen. Also der Mensch in seinem sündigen Wesen kann die Gebote nicht halten, er müsste aber. Ist aber nicht möglich und die Gebote sind dazu gegeben, damit der Mensch gerade das eben erkennt. Ich kann die Gebote nicht halten, ich brauche Jesus. Römer 6,17 sagt uns, dass wir vor der Bekehrung unter der Sünde versklavt waren. Also wir haben nicht nur Sünde getan, sondern wir konnten auch nicht raus, selbst wenn wir wollten. Man konnte nicht einfach sagen, ja, jetzt höre ich auf zu sündigen, übrigens auch als Gläubige nicht. Man kann nicht einfach sagen, ich höre auf zu sündigen, das geht nicht, weil wir noch im Fleisch drinnen sind. Wir waren versklavt unter der Sünde, das ist das, was Gott dann weggenommen hat, dass diese Versklavung aufhört, dass wir durch die Heiligung lernen können, Nein sagen zur Sünde. Oder wir selber hätten die Gebote halten müssen, geht aber nicht.
Wir können darum selber aber auch nicht ein genügend großes Opfer selber Gott geben, um uns da frei zu sprechen. Römer 6, 23 sagt, der Sünde soll, ist der Tod. Das heißt, die Folge der Sünde ist Tod. Ich muss sterben. Darum geht es nur, wenn jemand für mich stellvertretend stirbt, indem Jesus aber die Schuld auf sich genommen hat und damit gestorben ist, ist somit dem das Gesetz erfüllt und deswegen kann ich dann frei ausgehen. Gott opfert seinen Sohn, wie Hebräer 9 uns das zeigt, er, der dann Sühne für uns getan hat und der Vater darum die Welt mit sich selber versöhnt hat. Wir werden das noch genau ansehen. Jesaja 53 nimmt es ja verheißungshalber auch auf, dass Jesus eben die Schuldlast der Menschen übernimmt. So, jetzt ist Jesus dort also in Gethsemane. Er hat dann, als er dann ans Kreuz genagelt wurde, die Schuld auf sich geladen bekommen. Das war aber etwas, was der Sohn bereits gewusst hat. Und darum war das für Jesus eine ganz, ganz schwierige Situation dort im Garten Gethsemane. Er wusste, was kommt. Er wusste, jetzt kommt die Schuldlast der Menschheit auf sich. Jetzt werde ich zur Sünde und somit eben auch gern getrennt vom Vater. Wir lesen in Markus 14, 41, die Stunde ist gekommen, sagt Jesus seinen Jüngern, siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der Sünder. Das heißt, er war ja schon immer der König aller Könige. Er hat die ganze Welt gemacht, ja die ganzen Menschen hat er ja gemacht und jetzt begibt er sich unter sein eigenes Geschöpf. Der Menschensohn wird überantwortet, jetzt kontrolliert er es, zwar freiwillig, aber er kontrolliert es nicht mehr. Hier übrigens der Ausdruck Menschensohn, das ist abgeleitet von Daniel 7, Vers 13, ein Ausdruck, dass er eben Gott ist. Wir lesen dann weiter in Matthäus 27, 46, dass diese Stunde nun gekommen ist und es dann heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, als Jesus dann eben diese Sündenlast aufgelegt bekam und zur Sünde wurde, konnte er nicht mehr mit dem Heiligen Gott zusammen sein. Es fand eine Trennung statt. Warum hast du mich verlassen? Die Gottheit ist da, als Jesus am Kreuz war, in dieser Stunde, von der Jesus gebetet hatte, dass sie doch an ihm vorübergehen möge. Dieser Kelch, ja, das ist jetzt eben gerade gekommen. Jesus hat ja im Gebet gemerkt, es gibt keinen Ausweg. Die Menschen können sonst nicht gerettet werden. Jetzt fällt die Gottheit auseinander, was sich dann auch äußerlich geäußert hat durch eine Finsternis, die gekommen ist, durch ein Erdbeben, das geschehen ist. Felsen hatten sich zerrissen, Gräber haben sich geöffnet, die Leute sind da hervorgekommen und in Jerusalem erschienen. Also die Weltordnung ist in dieser Stunde ein Stück weit unterbrochen oder gestört gewesen. Jesus trug unsere Schuld. Das ist ein zentrales Element, eine zentrale Aussage des ganzen Christentums. Zum Beispiel 1. Petrus 2, 24 nimmt das auf. Als Jesus auf Golgatha war, da hat er unsere Sünde selbst hinaufgetragen an seinem Leibe auf das Holz. Ja, das hat man nicht gesehen, das berichten die Evangelien nicht. Das haben wir erst später durch die Briefe. Da haben wir das offenbart bekommen, was in der unsichtbaren Welt eigentlich abgeht. Oder eben Kolosser 2, 14 hatten wir gelesen, der Schuldbrief wurde mit ans Kreuz genagelt. Oder jetzt eben Galater 3, 13, der am Holz hängt, der ist vor Gott verflucht, der ist verdammt. Da kam diese Trennung für diese eine Stunde. Nun, äußerlich hat man das nicht gesehen, was geistlich abgelaufen ist. Äußerlich hat man gesehen, zum Beispiel Lukas 23, dass es von den Römern geschlagen wurde, dann ans Kreuz ging. Aber das hat dermaßen fürchterlich ausgesehen, weil Jesus vorhin ja schon geschlagen wurde. Das heißt, Pilatus wollte ihn ja freigeben, hat darum ein Martyrium gemacht, dass die Römer, die Juden dann sagen würde, ja doch, okay, jetzt ist genug. Darum, Jesus hat ganz, ganz schlimm ausgesehen, viel schlimmer als andere, die gekreuzigt wurden. Der Prophet Jesaja hat diesen Tag der Kreuzigung bereits gesehen. Johannes 12, Vers 21 wird das ausgedrückt, dass diese Herrlichkeit bei ihm bereits bekannt war. Und jetzt heißt es, sagt er in Jesaja 42, ab Vers 14, wie sich viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder.
Ja, Jesus wurde nicht einfach gekreuzigt, sondern da war eben die Peinigung, die ganze Passionszeit vorher schon, ja, die ganze seelische Last, jetzt die Sünde aufgeladen zu bekommen, die ganze Hässlichkeit der Finsternis wurde da sichtbar. Man konnte das nicht ansehen, man entsetzte sich. Er hatte keine Gestalt und keine Hoheit, notabene als Messias. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Man konnte da nicht hinsehen. Das hat dermaßen scheußlich ausgesehen. All das Blut total vertrocknet, die Knochen, die sich voneinander gelöst hatten, wie das Psalm 22 sagt. Ganz, ganz eine tragische Situation, viel ärger als andere, die gekreuzigt wurden. In Jesaja 53, 4 heißt es dann, dort wird erklärt, was geistlich abgelaufen ist, währenddem man das Furchtbare äußerlich gesehen hatte. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Oder die Menschen hatten ihn ja als Gotteslästerer verurteilt. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, Klammer, statt auf uns, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Also, das ist das absolut Spezielle, was da kommt. Das, was in der geistlichen, in der unsichtbaren Welt geschehen ist, das ist das Zentrale. Nun, genau diesen Vers nimmt 1. Petrus 2, Vers 24 auch auf. Ich lese das jetzt da aus dem Petrusbrief. Der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart die irrenden Schafe, nun aber seid ihr umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen, wo man dann merkt, das Heilwerden, das bezieht da Petrus offenbar nicht auf die körperliche Heilung, sondern auf das Heil, auf die Errettung. Oder man nimmt dann schnell, Jesus hat da die Krankheiten getragen, alle Menschen müssten jetzt gesund sein, sobald wir an Jesus glauben. Nein, Jesus hat alle Krankheiten und Schmerzen getragen. Aber wann sich das erfüllt, das ist ja noch nicht da dann verheißen. Eines Tages bei Gott sind wir dann alle ohne Krankheiten. Aber es ist dasselbe so wie bei der Sünde. Jesus hat auch alle Sünden getragen. Das heißt aber nicht, dass ein Gläubiger deswegen nie mehr sündigt. Sondern es wird der Zeitpunkt beim Auferstehungsleib dann so sein, dass wir nicht versündigen und nicht mehr krank sind. Jetzt in dieser Zeit haben wir zwar das, dass Jesus bereits die Sünde getragen hat, aber die Umsetzung davon ist eben noch nicht voll greifbar. Ja, wir werden das gleich noch ansehen. Jetzt, als Jesus am Kreuz gestorben ist, hatte man ihm das Leben nicht weggenommen. Auch die Römer hatten Jesus nicht das Leben genommen, sondern Jesus hat sein Leben gegeben. Gerade in diesem bekannten Vers aus Johannes 3,16 kommt das zum Ausdruck: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Gott gibt seinen Sohn, Jesus gibt sein Leben, er hat immer alles unter Kontrolle, er hätte 12 Legionen Engel bestellen können, die ihm da rausgeholfen hatten. Nein, er hat sein Leben gegeben. Auch in Johannes 10, 18 kommt das zum Ausdruck: Niemand nimmt es von mir, also das Leben, sondern ich selber lasse es. Er ist eine ganz andere Dimension. Jesus hat sich nicht runterdrücken lassen. Jesus war nicht in der Defensive. Jesus kam sich nicht plötzlich klein vor, sondern als Pilatus da sagte, ich könnte dich freigeben, sagte er, nein, du hättest keine Macht, wenn sie nicht von oben gegeben wäre. Oder jetzt, wo die Römer gegen ihn sind, er kann sagen, ich habe es gelassen. Nun, all diese Dinge, die jetzt Jesus da am Kreuz gemacht hatten, die schlagen jetzt in seiner Kraft noch nicht voll durch. Und das löst in uns so ein Spannungsfeld aus, dass wir auf der einen Seite sagen, aber er hat für uns gelitten, wir sind nicht mehr schuldig, er hat uns vergeben, wir müssen das nur in Anspruch nehmen, dann sündigen wir nicht mehr und dann sind wir auch entsprechend nicht mehr krank. Ja, schaut einmal im Hebräer 2, Vers 8, dass
ist dort ein Zitat. Du hast ihn eine kleine Zeit niedriger sein lassen als die Engel. Mit Preis und Ehre hast du ihn gekrönt. Alles hast du unter seine Füße getan. Also, Jesus steht über alles. Wenn er ihm aber alles unter die Füße getan hat, so hat er nichts ausgenommen, was ihm nicht untertan wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Warum denn nicht? Weil Jesus sich nach wie vor nicht als der König aller Könige offenbart, sondern er ist nach wie vor der, der in der Krippe auf die Welt gekommen ist und dann am Kreuz gestorben ist. Es braucht der Glaube, damit Christus als Herr sichtbar wird, aber gegen außen ist das noch nicht sichtbar. Es ist gerade nicht so, sobald man an Jesus glaubt, sind alle Menschen gerettet, sonst hätte Paulus ja nicht das Schweißtuch, die Leute das Schweißtuch von Paulus gebraucht, um dann geheilt zu werden, oder der Schatten des Petrus. Ja, wenn einfach jeder Christ sofort heilen könnte, dann wäre das ja gar nicht möglich gewesen. Nein, es sind einige wenige, die diese Gabe der Heilung hatten, aber nicht die große Masse. Man sieht es heute noch nicht. Oder Kolosser 2, Vers 3, das Geheimnis Gottes ist Christus, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das ist jetzt im Moment eben noch verborgen. Oder 1. Johannes 3, Vers 2, wir sind schon Kinder Gottes, es ist aber noch nicht offenbart geworden, was wir sein werden. Also da gibt es ganz viele tolle Verse, die uns das eben zeigen. Das Reich Gottes ist geistlich zwar da, drückt aber noch nicht durch, wir sind noch in diesem fleischlichen Leibe drinnen. Darum, Jesus hat alles getragen, aber die volle Auswirkung davon kommt eben erst noch. Nun, jetzt ist Jesus da am Kreuz und plötzlich ruft er aus, Johannes 19, 28, ich lese den ganzen Vers. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, sprach er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Ja, was ist jetzt da geschehen? Jesus wollte gerade keine Entspannung haben. Er wollte ja diesen schmerzlindernden Trank gerade nicht nehmen. Er hat die Sünde voll getragen, hat die ganzen Leiden voll durchgetragen. Jetzt plötzlich sagt er aber, mich dürstet. Und warum sagt er das? Weil er gemerkt hat, dass alles vollbracht ist. Ja, wie hängt jetzt das zusammen? Was ist denn da plötzlich vollbracht? Es war nämlich so, dass wenn ein Gebot umgesetzt wird, dann musste Gott dieses Opfer jeweils annehmen. Es nützte nichts, wenn man einfach formell ein Opfertier geopfert hat, sondern Gott musste das Opfer immer annehmen. Zwei Dinge mussten dabei erfüllt sein. Wir haben da zum Beispiel das Beispiel aus Richter 13, Vers 23. Die eine Bedingung für ein Opfertier war, dass es fehlerlos sein musste. 3. Mose 1, 3, will er ein Brandopfer darbringen von Rindern, so opfer er ein männliches Tier, das ohne Fehler ist, vor der Tür der Stiftshütte, damit es ihn wohlgefällig mache vor dem Herrn. Also nur zu opfern hat nichts genützt. Wenn es nicht fehlerlos war, hat das Opfer nichts gebracht, dann hat es Gott nicht angenommen. Und die zweite Bedingung, das Tier muss ja auch richtig dargebracht werden. Das heißt dann im 3. Mose 7, 18, wenn jemand am dritten Tag essen wird von dem geopferten Fleisch des Dankopfers, so wird es nicht wohlgefällig sein, sondern und dem, der es geopfert hat, wird es auch nicht zugerechnet werden, sondern es wird ein Gräuel sein, und wer davon isst, der lädt eine Schuld auf sich. Aha, zwei Dinge mussten erfüllt sein, dass ein Opfer angenommen ist. Wenn also ein Opfer dargebracht wird, hat immer der Vater es zuerst angenommen, bevor es dann die Wirkung zeigte. Ja, und genau das gilt jetzt dementsprechend auch für Jesus, denn er ist jetzt das Opferlamm. Er musste fehlerlos, also sündlos sein, und es musste richtig dargebracht sein. Er durfte zum Beispiel keinen gebrochenen Knochen oder so haben. Ja, das gilt jetzt auch bei Jesus. Und genau das hat jetzt Jesus am Kreuz gemerkt, dass der Vater das Opfer als wohlgefällig angenommen hat, so dass Jesus wissen konnte, ah, jetzt kann ich sterben. Wenn er einfach gestorben wäre, ohne dass der Vater das Opfer als wohlgefällig angenommen hätte, hätte das Opfer nichts genützt. Das heißt, er war jetzt in dieser Stunde, dieser Kelch, von dem er gebetet hatte, die Schuld war aufgenommen worden, er wurde zur Sünde, er wurde verdammt,
Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jetzt ist diese Trennung da. Und nachdem diese Stunde durch war, hat der Sohn erkannt, jetzt hat der Vater das Opfer als wohlgefällig angenommen. Jetzt kann ich sterben. Und darum eben diese Stelle, mich dürstet. Jetzt, als er erkannte, es ist vollbracht, sagte zuerst, mich dürstet. Und danach, Johannes 19,30, hat er dann ausgesprochen, es ist vollbracht. Und nachher konnte er dann sterben. Also, Jesus wurde wieder zurückgeholt in die Gegenwart Gottes. Jesus war nicht irgendwie 3 Tage in der Hölle oder so. Jesus hat dort lediglich geheroldet, den Geist der Noahs, dass das, was in 1. Mose 7,23 steht, sich in Christus nun erfüllt hat. 1. Petrus 3,21. Aber das ist nur das Herolden. Es ist jetzt so. Jesus war also nicht 3 Tage irgendwo in der Hölle. Nun, diese Wende, dass Jesus erkennt, das Opfer ist angenommen, das kommt auch im messianischen Psalm 22 ganz, ganz stark zum Ausdruck. Und das lohnt sich, wenn wir diese Verse oder einige Verse daraus mal noch lesen. Der Psalm 22 beginnt ja im Vers 2 mit diesem Ausspruch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ja das, was dann in Matthäus 27, 46 und Markus 15, 34 auch zitiert wird. Also das Verlassen, jetzt ist diese Stunde da, diese Trennung, was erlebt jetzt Jesus? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Eben, jetzt ist diese Trennung vom Vater da, eine Situation, die es ja noch gar nie gegeben hat. Ich lese Vers 7, ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und er rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Ja, die Pharisäer hatten ja gesagt, er soll vom Kreuz steigen, dann glauben wir an ihn. Vers 12. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt. Ja, das ist nicht äußerlich, das ist geistlich, das ist das, was Jesus am Kreuz erlebt. Vers 14, ihr Rachen sperren sie auf gegen mich, wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Gebeine haben sich voneinander getrennt. Jesaja 53,3 nimmt das ja auch, dass die Knochen sich voneinander lösen, also nicht brechen, aber gelöst haben, da ist die Schulter ausgerenkt und was auch immer. Also ganz tragische Situation. Vers 16, meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Ja, die ganze Haut war ja aufgesprungen, das hat ja geblutet, sein ganzer Körper ist ausgetrocknet. Darum hat er dann, nachdem er erkannt hat, dass alles vollbracht ist, gesagt, mich dürstet. Also jetzt noch eine ganz kleine Linderung, bevor er dann stirbt. Und das kommt da zum Ausdruck, die Zunge klebt am Gaumen. 17. Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben, durchbohrt, durchnagelt. Das kommt ja hier beim Psalm 22 bereits zum Ausdruck. 18. Ich kann alle meine Gebeine zählen, sie aber schauen zu und weiden sich an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Lukas 23, Markus 15 nimmt das auf. Das Kleid, das war eben ein großes, das eben in der Mitte nicht zusammengenäht war, darum wollte man es behalten. Vers 20, du aber, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke, eile mir zu helfen, errette mein Leben vom Schwert, mein einziges Gut vor den Hunden, hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern wilder Stiere. Und jetzt kommt das wichtigste Zeichen in der ganzen Bibel, ist ja einigermaßen in der Mitte des ganzen Textes, dieser Gedankenstrich da. Denn jetzt geht es plötzlich anders weiter. Du hast mich erhört. Oder dann Vers 23, ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet. Eilt, ehrt ihn all ihr Nachkommen Jakobs. Ja, oder Vers 26, ich will dich preisen in der großen Gemeinde. Oder Vers 28, es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren, alle Welt enden
und von ihm anbeten alle Geschlechter der Völker, denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Völkern. Oder noch 31. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen. Vom Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskindern. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen, dem Volk, das geboren wird, denn er hat's getan. Wow, was steht da in diesem Psalm 22? Das heißt, das war ein Leidenspsalm bis zu diesem Vers 22. Und dort kommt jetzt diese Wende, als Jesus erkannt hatte, jetzt hat der Vater das Opfer als wohlgefällig angenommen. Ja, jetzt noch schnell etwas trinken, dann kann ich dann sterben. Das heißt, jetzt kommt ein Lobpreis, jetzt wird Gott geehrt, jetzt kann ich sterben, aber die Menschheit wird jetzt durch dieses Opfer eben entsprechend gerettet. Ja, die Gemeinde kommt da in diesem Text sogar drin vor. Also das ist der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Heilsgeschichte überhaupt. Absolut großartig, was da ist. Das Opfer von Jesus ist angenommen worden. Und jetzt kommt er sagen in Lukas 23, 43, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Ja, der eine Schächer, der wollte ja nicht, der hat Jesus verurteilt, aber der andere hat gemerkt, der leidet für uns. Und Jesus verheißt ihm jetzt mit ihm zusammen dann an diesem Tag schon bereits im Paradiese zu sein. Paradies, ein Ausdruck, der viermal vorkommt im Neuen Testament, jeweils immer auf das Zukünftige bezogen. Also nicht Garten Eden, das ist nur eine Überschrift, die dort manchmal steht, aber der Begriff Paradies kommt nur im Zusammenhang mit dem Zukünftigen vor. Also Jesus war nicht irgendwie 3 Tage jetzt in der Hölle und hat dort irgendwie geschmort, sondern das war eine Stunde, wo er getrennt war, bis der Vater das Opfer angenommen hat. Und jetzt mit dem Schächer wird er dann im Paradiese sein, noch von diesem Tag her gesehen. Jesus hat am Kreuz 7 Dinge noch ausgesprochen. Wenn man alle 4 Evangelien nimmt und schaut, was kommt vorher, nachher, kann man das in eine bestimmte Reihenfolge tun. Es beginnt damit, dass er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ganz ähnliches Gebet hat dann auch Stephanus gesprochen in Apostelgeschichte 7, als er gesteinigt wurde. Vergib ihnen, das ist diese Haltung Gottes. Dann zweitens, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das ist eben dieser Ausspruch, Jesus wusste, ja, diese Stunde geht dann vorüber und ich werde dann mit ihm zusammen sein. Also nicht irgendwie 3 Tage in der Hölle. Dann drittens, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Gemeint ist Johannes, sein Jünger. Und umgekehrt, siehe, das ist deine Mutter. Der Vater, der Josef, also der Stiefvater, war vermutlich schon gestorben. Und seine eigenen Brüder hatten ja nicht an ihn geglaubt. Erst später kam dann das. Und darum hatte er die soziale Verantwortung seiner Mutter dem Johannes übertragen. Dann viertens, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war der Zeitpunkt, als die Sündenlast auf Jesus aufgeladen wurde. Und dann, eine Stunde später, als er merkte, jetzt ist alles vollbracht, hat er dann gesagt, mich dürstet. Dann kam der Ausspruch, es ist vollbracht. Und dann, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Dann neigte er sein Haupt und verschied. Und dann ist der Vorhang im Tempel zerrissen. Ja, ich habe das da nochmals aufgenommen aus dem Lukas. In deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Aber da merkt man wiederum, die Erlösung ist bereits. Es braucht jetzt zwar noch den Tod, wie wir gleich im Hebräer 9 sehen, damit dann der neue Bund überhaupt kommt, aber die Erlösung war für Jesus bereits perfekt. Hebräer 9, 16, wo ein Bund ist, da muss der Tod dessen geschehen sein, der den Bund gemacht hat. Also man kann jetzt auch nicht sagen, ja gut, der Vater hat das Opfer als wohlgefällig angenommen, Jesus sieht sich bereits als erlöst, das hätte ja gereicht, jetzt hätte Jesus wieder runtersteigen können. Nein, damit der neue Bund, das Neue Testament überhaupt in Kraft kommt, musste der Tod eintreten, so wie das mit einem Bundesschluss im Alten Bund auch der Fall war. Denn ein Bund tritt erst in Kraft mit dem Tode, es ist niemals in Kraft, solange der noch lebt, der es gemacht hat. Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut gestiftet, damals 2. Mose 24. Ja, jetzt wird dadurch der Weg zu Gott geöffnet. Es heißt, nachdem Jesus dann gestorben ist, in Matthäus 27, 51, siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben an bis unten aus. Ja, das konnte man äußerlich ja nichts feststellen. Was ist da geschehen? Ja gut, der
Teppich, der war alt, der war spröde, es gab schließlich ein Erdbeben, aber damit hat Gott eben den Vorhang geöffnet. Wir haben das im Hebräer 10, 19, weil wir denn nun, Brüder, durch das Blut Jesu freien Zutritt oder freies Zutrittsrecht haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns geöffnet hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Also so wie sein Körper geschlagen wurde, so ist auch der Vorhang zerrissen. Und was bedeutet das? Es durften ja nur die Priester ins Heiligtum hinein, ins Allerheiligste konnte man aber nicht, weil der Vorhang da ist. Jetzt ist der Vorhang zerrissen, jetzt können also alle Priester direkt ins Allerheiligste hineingehen. Und jetzt im Neuen Testament, wer ist jetzt Priester? 1. Petrus 2,9 sagt, dass alle die, die an Jesus glauben, jetzt eben Priester Gottes sind. Das heißt für uns, dass uns der Weg ins Allerheiligste jetzt eben geöffnet ist. Hebräer 4, 15, 16 nimmt das Ganze auch auf. Wir sind jetzt die Priester und deswegen haben wir durch Jesus jetzt direkt den Zugang zum Vater. Das war im Alten Bund nicht möglich. Die Stiftshütte hat es ja gerade deutlich gemacht, dass man sich nicht Gott nahen kann. Das ist jetzt aber möglich. Also es gibt jetzt da die Konsequenzen. Durch seinen Tod wurde das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen abgetan und damit eben auch die Feindschaft getötet. Das, was uns getrennt hat von Gott, das ist jetzt weg. Wir haben Vergebung der Sünden, darum haben wir die Gerechtigkeit Christi zugerechnet bekommen und können darum vor Gott bestehen. Frieden ist durch das Blut eingekehrt, wie Kolosser 1,20 sagt. Der Vater versöhnte das, was im Himmel ist, mit dem, was auf der Erde ist, durch den Tod eben des Leibes von Jesus. Absolut grandios. Das heißt, Jesus war da am Kreuz, ist gestorben und das hat geistlich große Konsequenzen gehabt. Eher äußerlich, ja, das war natürlich ein ganz qualvoller Tod. Gekreuzigte, die erstickten, solange man sich noch aufhalten konnte, abstützen konnte mit den Beinen, ging das. Darum hat man dann, weil der Festsabbat kam, den anderen die Beine gebrochen, dass sie in sich zusammensackten und erstickten. Jesus war aber bereits gestorben. Das war etwa um die sechste Stunde. Ich nehme dann noch Johannes 19, 33. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht. Warum? Denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde aus 2. Mose 12, 46. Er sollte ihm kein Bein brechen. Ja, das Opfer musste ja ein vollkommenes Opfer sein. Darum hätte Jesus, das Opfer wäre nicht angenommen worden, wenn Jesus ein gebrochenes Bein gehabt hätte. Aber auch das hat sich voll und ganz in Jesus erfüllt. Nun, im nächsten Video schauen wir uns dann die Auferstehung respektive das Sühnegeschehen an. Was ist dann in der unsichtbaren Welt geschehen? Soweit aber mal für heute. Bis dann wieder.